Wir sind nach wie vor in der Analysis. Und zwar betrachten wir heute einmal das sogenannte totale Differential. Das totale Differential. Dann gehen wir von Folgendem aus. Dieses totale Differential beschreibt, wie sich der Funktionswert einer Funktion mit mehreren Variablen in einem Punkt x1 bis xn, für kleine Änderungen der Variablen verhält. Es ist dabei df gleich der Summe aller partiellen Differentiale, das wird ja gelesen, d nach dx mal dxi für i gleich 1 bis n. Ausgeschrieben würde das also lauten df gleich d nach dx1, also partielle Ableitung nach x1, mal dem Differential dx1 plus d nach dx2 mal dx2 plus bis zur letzten partiellen Ableitung d nach dxn mal dxn. Die partiellen Ableitungen werden mit den Differentialen, das sind diese hier, werden mit dem Differential multipliziert und dann einfach summiert. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktion mit zwei Variablen, f von xy. Dann wäre das totale Differential df gleich d nach dx mal dx plus d nach dy mal dy. Oder man könnte auch die Kurzform dafür nehmen, indem ich schreiben würde, es ist df gleich f partiell nach x abgeleitet mal dx plus f partiell nach y abgeleitet mal dy. Das wäre eine äquivalente Schreibweise. So. Folgendes Beispiel, da heißt es, man beschreibe, oder besser, man bestimme das totale Differential dieser Funktion f von xy gleich x² plus y. Das wäre also eine Funktion mit zwei Variablen. Dann ist die partielle Ableitung nach x einfach 2x, denn y ist dann eine Konstante und partiell abgeleitet nach y ist 1. Das totale Differential wäre dann also df gleich Ableitung nach x ist 2x mal dx plus Ableitung nach y ist 1, also wäre das unser totales Differential. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Hat man nun zusätzlich einen Punkt und die Werte der Differentiale dx und dy, dann kann man den Wert des Differentials auch ganz konkret berechnen. Auch hier wieder das Beispiel, wir gehen aus von einem Punkt p mit 1 und 2, mit den Änderungen dx sei 1/10 oder 0,1 und dy sei 0,01, das ist 1/100. Dann ist df von 1, 2 gleich 2 mal 1 plus 1/10 und dann noch plus 1 mal 1/100. Hier müsste nicht stehen plus, sondern natürlich mal. Dann haben wir ausgerechnet 2/10 plus 1/100 und das sind 0,21. Diese Zahl gibt näherungsweise an, wie sich der Funktionswert meiner Funktion, also der Funktionswert von f von xy verändert, wenn wir von diesem Punkt ausgehen, und zwar 0,1 in x-Richtung und 0,01 in y-Richtung. Wenn wir das machen, dann kann man das berechnen. Dann kommen wir nämlich auf f von 1, 2 gleich, wieder hier, 2 plus 1 zum Quadrat, das wäre also 3. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Wenn ich jetzt das weiter ausrechne, dann habe ich also für das totale Differential f von 1 plus 0,1 und dann haben wir hier 2 plus 0,01,
Das sind 11 Zehntel zum Quadrat plus 201 Hundertstel. Und das liefert uns diesen Wert. 161 Fünfzigstel, das sind also 3, und noch was. Die Differenz der beiden Seiten entspricht dann ungefähr dem Wert des totalen Differentials. Das heißt, wir haben f von 1 plus 0,1 und 2 plus 0,01 minus f von 1, 2. Und das sind 161 Fünfzigstel minus 3. Und das liefert uns einen Wert von 21 Hundertstel oder von 0,21. Und das wäre dann tatsächlich der Wert des totalen Differentials, wenn ich den Punkt 1, 2 betrachte. Bis hier.